trotzig, null Bock, Ohren auf Durchzug. Ihr erkennt euren süßen Welpen kaum wieder. Er hört nicht mehr auf euch, er verweigert die einfachsten Befehle, er streitet neuerdings mit Artgenossen und jagt plötzlich alle möglichen hinterher. Ganz klar, er steckt in der Pubertät. Rauft ihr euch deswegen verzweifelt die Haare? Dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das ist ganz normal und das geht vorbei. Bevor ihr erfahrt, wie ihr mit eurem kleinen Trotzkopf durch die aufregende Zeit der Pubertät kommt, abonniert doch noch kurz unseren Kanal und klickt auf das Glöckchen. Und dann geht's los. Wie bringe ich meinen Hund gut durch die Pubertät? Hä? Was willst du von mir? Das ist wie bei Teenagern. Euer Hund ist auf einem anderen Stern. Wie stark und in welcher Form sich euer Pubertier daneben verhält, ist sehr verschieden. Aber ihr könnt euch sicher sein, euer Hund macht das nicht, um euch zu ärgern. Er wächst in dieser Phase rasant heran, entwickelt sich weiter und hat mit den körperlichen Umstellungen ganz schön zu kämpfen. Veränderungen im Gehirn und hormonelle Schwankungen sind schuld daran, dass euer Hund so unberechenbar geworden ist. Die Pubertät ist eine anstrengende, aber auch eine sehr wichtige Phase in seiner Entwicklung. Für euch beide übrigens. Denn in der Pubertät wird die Bindung zwischen Hund und Mensch gefestigt. Deshalb solltet ihr diese Zeit gut nutzen. Mit Geduld und Konsequenz könnt ihr eurem Fellfreund in dieser chaotischen Phase Sicherheit und Orientierung geben. Und das wird mit Vertrauen belohnt. Wie ihr erkennt, dass euer Hund tatsächlich in der Pubertät angekommen ist, zeigen wir euch jetzt. Anzeichen der Hundepubertät. Gerade eben noch folgsam, im nächsten Moment total aufmüpfig. Dass euer Hund in der Pubertät steckt, merkt ihr vor allem an Stimmungsschwankungen und Sprunghaftigkeit. Er hört plötzlich nicht mehr, er verweigert erlernte Kommandos. Manchmal schwingen auch Angst, Aggression, Stress oder Nervosität mit. Ja wirklich, genau wie bei Teenagern. Ganz hundetypisch ist das Revierverhalten. Der Hund versucht, neuen Raum zu erobern. Zum Beispiel das Sofa, das ihm eigentlich verboten ist. Deswegen will er es ja. Und sein Sexualinstinkt ist geweckt. Hunde des anderen Geschlechts werden interessant, denn jetzt kommt der Fortpflanzungstrieb durch. Das macht übrigens selbst vor kastrierten Tieren nicht Halt. Apropos kein Halt, es wird vor allem hinterhergehetzt, was vor die Schnauze kommt. Der Nachbarkatze, Kaninchen oder auch dem Briefträger. Egal ob mit oder ohne Jagdhund im Blut. Und wenn ihr euren Hund zurückruft, er hat anscheinend seinen Namen vergessen. Klingt anstrengend, oder? Da stellt sich die Frage, wann geht das los und wie lange müsst ihr durchhalten? Ablauf der Pubertät. Die Pubertät setzt je nach Hunderasse und Geschlecht zwischen dem 7. und 12. Lebensmonat ein. Hündinnen fangen meist früher an als Rüden und bei ihnen gibt die erste Läufigkeit ein klares Startsignal. Bei einem Rüden ist der Übergang zum Halbstarken fließender, aber ein kleines Zeichen gibt er euch auch. Ihr werdet merken, dass er zum ersten Mal beim Pinkeln sein Bein hebt und eine Markierung setzt. Ja, es hat auch irgendwann ein Ende. Die Pubertät klingt langsam wieder aus, wenn der Hund zwischen 2 und 3 Jahren alt ist. Keine Panik, das klingt wirklich schlimmer als es ist und wir haben natürlich auch ein paar Tipps für euch. Tipps für die Pubertätsphase. Okay, das ist schon hart. Euer Vierbeiner hatte euch gerade als Rudelführer akzeptiert und tanzt euch jetzt auf der Nase herum. Das erfordert gute Nerven. Was der Grünschnabel jetzt also vor allem braucht, ist eine konsequente Erziehung. Bleibt also immer der Chef und bei aller Liebe, lasst der pubertierenden Fellnase keine Unarten durchgehen. Zeigt euch unbeeindruckt, bleibt ruhig und schenkt seiner Show nicht allzu viel Beachtung. Gebt ihm dadurch Orientierung. Euer Hund befindet sich gerade im Wechselbad der Gefühle. Vor allem, wenn er zu Angst tendiert, braucht er die Sicherheit durch einen souveränen Anführer an seiner Seite. Auch wenn es manchmal zum Verzweifeln ist und euer Hund schwer von Begriff zu sein scheint, bleibt gerade jetzt geduldig. Nehmt euch Zeit, wiederholt bereits gelernte Kommandos einfach noch einmal und arbeitet mit viel Lob und Verstärkung. Oft genügt eine kleine Auffrischung, dann läuft's. In dieser verrückten Phase solltet ihr den quirligen und übermütigen Vierbeiner aber auch gut schützen. Er kann schnell überfordert sein mit fremden Situationen. Der pubertierende Hund kennt auch keine Gefahren und kein Risiko. Bleibt wachsam und vermeidet, dass sich der Halbstarke in Schwierigkeiten bringt. Nehmt ihn zum Beispiel an die kurze Leine, wenn er auf Streit mit Artgenossen aus ist. Ihr werdet sehen, mit Geduld, Verständnis und klaren Ansagen führt ihr euren pubertären Vierbeiner durch diese emotionale Phase und geht stärker daraus hervor. Und dann liegen viele Jahre einer einzigartigen Freundschaft vor euch. Habt ihr es auch schon mit einem Pubertiert zu tun gehabt oder steht euch das noch bevor? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr befürchtet oder empfehlen könnt. Wir sind gespannt und freuen uns aufs nächste Mal hier auf unserem Kanal. Wuff, wuff und bis dann!